Ja, dann hallo in die Runde zusammen. Ich bin der Manu. Ich werde heute sprechen über Smart Meter, über digitalisierte Stromnetze. Es wird in meinem Vortrag weniger darum gehen, das Smart Meter Gateway security-mäßig und kryptografisch auseinanderzunehmen, sondern mehr darum, einen Überblick zu geben. Also wie der Titel auch schon sagt, Smart Meter Gateway, ja, was sind die Ziele, was macht das Ding und was soll damit erreicht werden? Ja, und brauchen wir es wirklich oder brauchen wir es nicht? Gut, ich möchte den Talk anfangen mit ein paar Headlines aus den letzten Monaten, die ich mal zusammenkopiert habe, die ein bisschen so darstellen, um was es denn der Energiewende groß geht. Also ganz oben sehen wir hier geschenkter Strom. Das ist so eine Sache durch den hohen Anteil erneuerbaren Energien. Da kommt es regelmäßig vor, dass wir negative Preise haben. Es gibt so Sachen, wie in den letzten Monaten öfters aufgepoppt auch, dass Stromanbieter versuchen, Flatrates an den Mann zu bringen, wo man wirklich wie Mobilfunk einen Fixbetrag bezahlt und Flexibilitäten zur Verfügung stellt. Ja, dann gibt es so Sachen wie hier links unten zum Beispiel Nest, was von Google ja aufgekauft wurde. Die haben so einen Thermostat und wenn man da in den USA dem Energieversorger die Möglichkeit gibt, das Thermostat aus der Ferne zu steuern und bei Überlast im Netz abzuschalten, die Klimaanlage abzuschalten, dann kriegt man jährlich einen gewissen Bonus. Ja. Ja, und so Sachen wie, dass Tesla die Anzahl der Ladestationen ausbauen will, das ist auch ein Klassiker. Das bringt unsere Netze, die fürs letzte Jahrhundert ausgelegt wurden, in Zeiten der Energiewende durchaus an die Grenze. Ja, und in dem Kontext ja, hat die deutsche Bundesregierung das Smart Meter Gateway beschlossen. Ist gesetzlich beschlossene Sache, dass das in gewisse Haushalte reinkommen muss. Nachher hören wir noch, wo genau das reinkommen muss und was genau das macht. Grob gesagt ermöglicht dieses Gateway einem Stromzähler Werte vom Haus von intern nach draußen zu schicken und gleichzeitig Befehle von draußen zu erhalten und gegebenenfalls irgendwas zu steuern. Zum Beispiel Elektrofahrzeug, Klimaanlage, Wärmepumpe, Batteriespeicher, solche Sachen. Gut, ja, was werde ich heute in meinem Talk genau vorstellen? Zum Ersten werde ich auf Smart Meter Gateway eingehen, zuerst ein bisschen rechtliche Grundlagen, was liegt dahinter, dann die Architektur vom Smart Meter Gateway darlegen und im Detail auch noch auf die verpflichtende Datenfreigabe eingehen. Also wer bekommt welche Daten von meinem Smart Meter? Ist immer so leicht gesagt, viertelstündliche Werte gehen raus, aber ich versuche ein bisschen darzulegen, was denn die Hintergründe dahinter sind. Also es gibt Lieferanten, es gibt Übertragungsnetzbetreiber, es gibt Verteilnetzbetreiber, die haben ein bisschen unterschiedliche Interessen. Das versuche ich hier in diesem Talk darzustellen. Gut, ja, und ich glaube, das Publikum hier wird spätestens beim Punkt verpflichtende Datenfreigabe halt Stopp schreien. Ja, und da werde ich dann eben ein bisschen näher auf die Netzstabilität eingehen und ja, was für Akteure welche Energiedaten benötigen und wo es einen Bedarf zur Steuerung gibt. Gut, fangen wir an mit den rechtlichen Grundlagen. Ja, laut deutscher Rechtsprechung wird unterschieden zwischen einem intelligenten Zähler, einem digitalen Zähler ist das, eine moderne Messeinrichtung, sagt der Gesetzestext, moderne Messeinrichtung, oft auch als intelligenter Zähler bezeichnet, das ist das Ding auf der linken Seite. Das zeichnet sich aus durch einfach ein Display, wo ich den aktuellen Stromverbrauch auslesen kann. Ja, also beim herkömmlichen Ferraris-Zähler, wo sich eine Scheibe dreht, ist es schwierig, den aktuellen Stromverbrauch auszulesen. Ja, entsprechend ist da auch ein bisschen schwieriger zu erkennen, ob jetzt zum Beispiel meine Tiefkühltruhe signifikant zu viel Strom verbraucht oder sowas. Also da geht es wirklich darum, Effizienzmaßnahmen zu erschließen. Das Smart Meter Gateway auf der rechten Seite kann mit so einem Zähler verbunden werden und dann kann es Werte von diesem Zähler nach draußen kommunizieren. Ja, und wenn man nun eben so einen Zähler und Smart Meter Gateway miteinander verbindet, dann hat man eine sogenanntes intelligentes Messsystem. Ja. Und das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende von Ende letzten Jahres wurde das durchgewunken. Ja, das legt fest, wer nun so ein Smart Meter Gateway braucht und wer nicht. Später gehe ich da im Detail drauf ein. Gut, rechtliche Grundlagen. Ich möchte es kurz fassen. 2009 hat die EU beschlossen, sämtliche Mitgliedstaaten müssen eine Smart Metering-Infrastruktur ausbauen. Wenn eine Kosten-Nutzen-Analyse ergibt, dass es für das individuelle Land Sinn macht. Ja. Darauf basierend hat Deutschland 2013 Ernst & Young beauftragt. Das BMWi hat Ernst & Young beauftragt, seine Kosten-Nutzen-Analyse durchzuführen. Und das Ergebnis war ein selektiver Rollout. Die haben gesagt, ca. 15% der Leute, der Haushalte, der Endanschlusspunkte sollen so ein Smart Meter Gateway bekommen. Ja, also nur netzrelevante Verbrauchererzeuger. Ja, gut. Und 2016, Oktober letzten Jahres oder September war es, glaube ich, wurde dann beschlossen, das neue Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende besteht aus vielen Gesetzesänderungen und im Wesentlichen einem neuen Gesetz, dem Messstellenbetriebsgesetz. Gesetz über den Messstellenbetrieb und die Datenkommunikation in intelligenten Netzen. So heißt das Ding lang.
Gut, auf das Messstellenbetriebsgesetz werde ich jetzt ein bisschen im Detail drauf eingehen. Da wird der verpflichtende Rollout geregelt, sprich, wer braucht so ein Smart Meter Gateway und wer braucht einen intelligenten Zähler. Gut, hier sehen wir den verpflichtenden Rollout. Es ist ein phasenweiser Rollout. Wir sehen ganz unten, dass spätestens 2032 alle Haushalte in Deutschland, alle Verbraucher in Deutschland intelligenten Zähler brauchen, also einen digitalen Zähler, welcher den aktuellen Verbrauch visualisieren kann auf einem Display. Ja, das brauchen alle spätestens 2032. Gut, und Verbraucher, große Verbraucher über 20.000 Kilowattstunden pro Jahr, die brauchen ein intelligentes Messsystem. Der Rollout fängt jetzt an und spätestens 2024 müssen das alle große Verbraucher haben. Dann kommt danach die Gruppe mit 10.000 bis 20.000 Kilowattstunden und ganz am Schluss bis spätestens 2028 die Gruppe ab 6.000 Kilowattstunden. Ja, ein normaler Haushalt hat so größenordnungsmäßig 3.500 Kilowattstunden pro Jahr. Also man kann sagen, ein ganz, ganz großer Haushalt, welcher jetzt noch eine Elektroheizung hat, ein Elektrofahrzeug, fällt unter die 6.000 Kilowattstunden. Gut. Dann möchte ich jetzt ein bisschen auf den Aufbau vom Smart Meter Gateway eingehen. Wie sieht das architekturell aus? Was gibt es da für Mechanismen für Sicherheit und für Datenschutz? Gut, wenn wir uns das mal ganz High-Level angucken, haben wir beim Smart Meter Gateway im Wesentlichen drei Bereiche. Wir haben unten rechts ein Local Meteorological Network. Da kann ich meine Zähler anschließen. Zähler für Strom, für Wärme, für Gas und für Wasser. Ja. Momentan dreht sich eigentlich alles um die Stromzähler. Ja. Aber es ist explizit vorgesehen, dass man eben auch Zähler für andere Strom- und Stoffmengen anschließen kann. Dann gibt es ein Home Area Network. Da kann ich lokal im Haushalt zum Beispiel meine Ladesäule für das Elektrofahrzeug, meine Wärmepumpe, meine Elektrospeicherheizung anschließen. Und als Letztverbraucher kann ich mich dann mit dem PC einstöpseln oder kann ein Display anschließen, welches mir Daten, die erfasst wurden, visualisiert. Gut, und dann gibt es das Wide Area Network, da kann ich mit externen Marktteilnehmern, EMTs, kommunizieren. Externe Marktteilnehmer sind in dieser Sprechweise zum Beispiel Übertragungsnetzbetreiber, Verteilnetzbetreiber, irgendwelche Aggregatoren von Flexibilitäten. Ja, mit denen kann ich sprechen über das WAN. Gut, und im WAN gibt es eine neue Rolle im Energiesystem, das ist der Smart Meter Gateway Administrator. Das ist eine Fully Trusted Entity, da vertraue ich voll. Und ja, das ist die einzige Einheit da draußen, da ich voll traue. Smart Meter Gateway Administrator. Gut, jetzt gucken wir uns mal so einen Smart Meter an, wie das in der Praxis ausschaut. Es gibt Status Quo, die müssen vom BSCI zertifiziert werden. Status Quo gibt es noch kein zertifiziertes Smart Meter Gateway, aber es gibt 8 Stück von 8 verschiedenen Anbietern, die sich in der Zertifizierungsphase befinden, die momentan gerade beim BSI liegen und überprüft werden. Gut, was sehen wir hier? Links von vorn, rechts von unten. Wir sehen oben rechts, Hahn, kann man quasi einen Switch anschließen, RJ45, und kann seine einzelnen Verbraucher und Erzeuger anschließen. Darunter sehen wir WAN, kann ich quasi meinen DSL-Anschluss anschließen, Zugang nach extern. Dann sehen wir noch eine weitere Buchse für Hahn, kann ich direkt hier noch einen steuerbaren Verbraucher anschließen. Und dann sehe ich die LMN-Schnittstelle, Local Meteorological Network, da kann ich die Zähler anschließen. Die sprechen über RS485, also hier ist eine RJ12-Schnittstelle dargestellt. Ja, dann braucht das Ding noch Strom. Und alternativ, weil das im Keller hängt, ich da vielleicht kein Internet habe und Zeug, kann ich da auf der Vorderseite alternativ eine Antenne für GSM, GPRS, UMTS oder eine Antenne für meine Zähler anschließen. Ja. Und die sprechen dann über Wireless M-Bus. Das ist eine Erweiterung vom traditionellen M-Bus, wie man es kennt. Gut, so sieht das Ding aus. Jetzt möchte ich kurz darauf eingehen, was es für PKI-Infrastruktur gibt dahinter. Es gibt eine X509-basierte PKI-Infrastruktur, einen staatlichen Root unter Kontrolle des BSIs und betrieben wird das Ding durch T-Systems. Und BSI stellt quasi Zertifikate für Sub-CAs aus und die Sub-CAs, das sind private Unternehmen und die können dann externe Marktteilnehmer, also das sind Übertragungsnetzbetreiber, Verteilnetzbetreiber und so weiter, das Smart Meter Gateway und Smart Meter Gateway Admins zertifizieren, ja. Also Zertifikate ausstellen. Gut, sämtliche Schlüssel werden in einem dedizierten Sicherheitsmodul verwaltet. Ja. Das ist wieder was extra vom BSI zertifiziert werden muss. Da gibt es momentan genau ein zertifiziertes Sicherheitsmodul, das wird von T-Systems angeboten und das ist nach einem recht umfangreichen Schutzprofil zertifiziert und ja, in diesem Sicherheitsmodul werden private und öffentliche Schlüssel verwaltet. Ja. Und sämtliche kryptografischen Kernroutinen, wie zum Beispiel signieren, Signaturen prüfen, verschlüsseln, entschlüsseln, sichere Generierung von Zufallsdaten und so Zeugs, findet in diesem
Sicherheitsmodulstaat, ja. Und das ist eben extra nochmal zertifiziert. Das ist nochmal, also quasi nochmal eine höhere Hürde, so ein Ding auf den Markt zu schmeißen. Ja, jetzt kann quasi ein Smart Meter Gateway Hersteller, kann sich so ein Sicherheitsmodul schaffen und dann sein Smart Meter Gateway herstellen. Gut, ja, kennt von hier jemand PACE? Das Protokoll PACE? Ja, dachte ich mir fast, das ja, ist was recht Neues, ist ein BSI-entwickeltes Protokoll zur Kommunikation zwischen einem Gateway und diesem Sicherheitsmodul. Ja. Genau, und zusätzlich kommt Secure Messaging, auch so ein Protokoll, ja, zum Einsatz. Gut, zertifiziert sind sämtliche Teilnehmer extern im WAN. Im HAN und im LMN, also das, was ich lokal bei mir daheim habe, kommen selbst Signaturen ja, zum Einsatz. Also nichts, was jetzt von der PKI, von extern, vom BSI-Root irgendwie abgenickt wurde, sondern einfach selbst signiert. Der Gedanke ist, dass quasi ein Hersteller von einem Stromzähler das Ding selbst signiert, dann ja, ein Zertifikat zur Verfügung stellt. Das Zertifikat kann konfiguriert werden auf dem Smart Meter Gateway und dann kann das Smart Meter Gateway sicher sein, dass wenn es Zählwerte bekommt von einem Zähler, dass die genau von dem Zähler, der konfiguriert wurde, ja, stammen. Gut, ja, Administration, Konfiguration, habe ich bereits gesagt, die findet durch den Smart Meter Gateway Admin statt. Ja. Dazu baut das Smart Meter Gateway, wenn ich es mit dem Internet verbinde, einen Management-Kanal auf, ja, zum Smart Meter Gateway. Da ist zum Smart Meter Gateway Administrator. Da ist TLS gesichert. Ja, und letztendlich kann der Smart Meter Gateway Administrator dann auf dem Gateway ein Zählerprofil, ein Auswertungsprofil und ein Kommunikationsprofil hinterlegen. Zählerprofil sagt, welcher Zähler, widerspiegelt durch ein Zertifikat, welcher Zähler, in welcher Granularität, das steckt im Auswertungsprofil, zu wem kommunizieren darf. Ja. Also kann ich sagen quasi, der externe Marktteilnehmer X bekommt Zählerwerte in einer halbtäglichen Auflösung, ja. Also in Registerweise. Ja. Das steckt hinter diesem Auswertungsprofil. Und das kann der Gateway-Admin von extern konfigurieren. Ja, Zertifikatverwaltung ist die wesentliche Aufgabe von Gateway-Admin. Da kann quasi von extern Zertifikate draufhauen für meine einzelnen Geräte. Die bekommt er dann mitgeteilt, zum Beispiel vom Messstellenbetreiber. Er kann von extern remote ein Update fahren auf dem Gateway. Kann ich lokal gar nichts beeinflussen. Und ja, es gibt eine Zeitsynchronisation mit einem vertrauenswürdigen NTP-Server. Ja, und das Ding an sich hat eine Systemuhr mit einer gewissen Gangreserve, das eben, weil das wird letztendlich auch zur Abrechnung herangezogen. Dass letztendlich sichergestellt ist, dass das auch eichrechtlich alles korrekt ist. Es gibt laut Spezifikation die Möglichkeit, nicht abrechnungsrelevante Daten, die ich nach draußen gebe, zu pseudonymisieren. Ja, dazu verschlüsselt das Gateway die Daten mit einem ja, Key von einem externen Marktteilnehmer, signiert es mit seinem eigenen Key, überträgt es dann an den Smart Meter Gateway Administrator, der überprüft die Signatur, haut die Signatur weg und leitet es dann an den externen Marktteilnehmer weiter, welcher es dann entschlüsseln kann. Ja. Und dadurch kann ich quasi Werte über den Smart Meter Gateway Administrator an eine dritte Partie geben, ohne dass die dritte Partie irgendwie einen Link zu mir herkriegen sollte, wenn denn der Smart Meter Gateway Administrator keine Scheiße baut. Gut, ja, Erfassung von Zählwerten habe ich jetzt gerade schon ein bisschen angerissen. Also es gibt eben dieses ja, diese Reihe von Profilen, die konfiguriert werden können. Und es gibt einen Pull- und Push-Mode. Also die Zähler können aktiv angefragt werden. Zum Beispiel laut Zählerprofil steht drin, Frage viertelstündlich von Zähler X die Werte ab. Ja, wenn ich jetzt so Messwerte empfange von einem lokal angeschlossenen Zähler, wenn das Gateway Messwerte von einem lokal angeschlossenen Zähler empfängt, dann entschlüsselt es die Werte, TLS verschlüsselt, überprüft das Zertifikat gemäß dem Zählerprofil, welches der Admin von extern hinterlegt hat. Also der Gedanke dahinter ist, dass der Energielieferant nur seinem selbst verbauten Zähler traut. Also macht ja auch Sinn, ist heute auch so verplumpt. Und ja, dann werden die Messwerte mit einem Zeitstempel versehen. Gedanke, ich traue dem Gateway, ist zertifiziert. Und das Gateway hat einen ja, Trusted Timestamp durch den NTP, welcher vom SMGW-Admin zur Verfügung gestellt wird. Und dann führt es eine Tarifierung durch. Es werden zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie für den, heute haben wir HTNT, Tag-Nacht-Tarife, wenn ich einen Tag- und Nacht-Tarif habe und abrechnen möchte, dann brauche ich keine viertelstündig genauen Werte, sondern ich will wissen, was zwischen 8 und 20 Uhr und was zwischen 20 und 8 Uhr verbraucht wurde. Ja. Und das findet dezentral auf dem Gateway statt. Ja. Also das Gateway schickt quasi nur diese Register raus. Gut, ja, und dann letztendlich werden die Werte auf dem Gateway gespeichert und entsprechend dem Kommunikationsprofil an externe Marktteilnehmer geschickt, welche entsprechendes Zertifikat, ja, durch ein entsprechendes Zertifikat, ja, quasi sagen, dass sie vertrauenswürdig sind, die Daten, ja, zu erhalten.
Gut, im Hahn kann ich meine steuerbaren Verbrauch und Erzeuger anschließen. CLS steht für, das heißt LCS, Local Controllable System, LCS heißt das Ding. Verbraucher sind zum Beispiel Ladesäulen von Elektrofahrzeugen, Klimaanlagen, Wärmepumpen, Nachtspeicherheizung wurden früher mal verboten, dann wurde es verboten, also rechtlich waren die verboten, dann wurde es zurückgerufen, weil man gesagt hat, hey, vielleicht in Zeiten der Energiewende, wenn wir Überschuss haben, vielleicht ist gar nicht so schlimm, dass die energetisch total schlecht sind, weil wir könnten Überschuss so abfangen. Gut, Erzeuger sind zum Beispiel Photovoltaikanlage, Blockheizkraftwerk, was ich im Keller stehen habe, Batteriespeicher, kann man sich denken, was man will. Kommunikation mit extern ist auch TLS gesichert und basiert auf einem Proxy-Kommunikationsprofil. Da steht quasi drin, wieder vom Smart Meter Gateway abgelegt, steht da drin, mit welchem externen Marktteilnehmer welches lokale steuerbare System sprechen darf. Ja. Die Initiierung der Kommunikation, die ist von intern und von extern möglich. Ja. Also erstmal das Gateway hängt an einer Firewall. Ja. Wenn ich von intern nach extern eine Verbindung aufbauen möchte, kein Problem. Dann sagt einfach die steuerbare Einheit, sagt einfach, hey, ohne Verbindung zu Endpunkt so und so auf, das geht. Wenn ich jetzt von extern nach intern eine Verbindung aufbauen möchte, kann das ein externer Marktteilnehmer machen, indirekt über den Smart Meter Gateway Administrator. Weil mit dem Smart Meter Gateway Administrator habe ich durchgehend einen Management-Kanal. Dann sagt der externe Marktteilnehmer dem Smart Meter Gateway Administrator, hey, sag doch mal dem Gateway, dass das Gateway eine Verbindung zu mir, zum externen Marktteilnehmer aufbauen soll. Ja, und dann baut das Gateway von innen eben eine Verbindung nach draußen auf. Also logisch, eine Kommunikation von draußen nach drin, technisch von drin nach draußen, weil hinter Firewall. Gut, im Hahn gibt es eine Letztverbraucherschnittstelle. Die dient dem Auslesen und dem Visualisieren von Daten, die erfasst wurden. Also sämtliche Daten, die erfasst wurden, die müssen auch dem Verbraucher zur Verfügung gestellt werden. Ja. Und laut Spezifikationen über 24 Monate rückwirkend in verschiedenen Granularitäten täglich, wöchentlich, monatlich und jährlich. Und das eben für 2 Jahre zurück. Gut, das war jetzt quasi der Aufbau vom Smart Meter Gateway. Und jetzt möchte ich noch auf den verpflichteten Datenübermittlung eingehen. Welche Daten müssen jetzt nach draußen kommuniziert werden? Von wem? Also man kann freiwillig externen Marktteilnehmern Zugriff zu den Daten gewähren. Also solche Profile kann man beliebig bestellen, beliebig konfigurieren und kann beliebig Daten nach draußen geben. Aber man muss auch abhängig von der Größe des Verbrauchers Daten nach draußen geben. Gut, das Messstellenbetriebsgesetz unterscheidet zwischen kleinen Verbrauchern, 6.000 Kilowattstunden bis 10.000 Kilowattstunden pro Jahr. Nochmal, größenordnungsmäßig, ein Haushalt mit 3 Personen hat im Jahr 3.500 Kilowattstunden pro Jahr. Gut, dann gibt es noch Verbraucher, die größer sind, die mehr als 10.000 Kilowattstunden pro Jahr verbrauchen. Und dann gibt es noch Verbraucher mit Photovoltaik- und Kraft-Wärme-Kupplungsanlagen, also ein Blockheizkraftwerk. So ein Kasten, der Gas verbrennt und Strom und Wärme gleichzeitig erzeugt. Gut, wenn ich jetzt so ein großer Haushalt bin, da oben, dann muss ich jährlich nur einen Wert. Den muss ich rausgeben, aber jährlich ein Jahresarbeitswert. Also wie die Zählerlesung heute. Ja, den muss ich geben an 3 Partien. An den Lieferant, der will wissen, was er abrechnen muss. An den Übertragungsnetzbetreiber, der möchte wissen, wie es in seinen Netzen aussieht. Und an den Verteilnetzbetreiber, also der möchte so den Netzausbau planen. Ja. Gut, es gibt laut Energiewirtschaftsgesetz Status quo die Pflicht, dass jeder Energielieferant einen Anreiz zur Lastverschiebung bieten muss. Das sieht so aus heute, dass man eben, jeder Energielieferant hat einen HTNT, Haupttarif, Nebentarif, Tag-Nacht-Stromtarif. Also kriegt man nachts dann Strom günstiger. Und gleichzeitig gibt es die Verpflichtung, dass jeder Energielieferant einen datensparsamen Tarif anbieten muss, der sich auf eine Zählerablesung pro Jahr beschränkt. Das muss jeder Energielieferant anbieten. Das heißt, es kann Status quo nicht jemand gezwungen werden, irgendwie viertelstündliche Tarife oder sowas zu haben. Das wird, glaube ich, eh nie kommen, so feingranular. Gut, wenn ich jetzt ein größerer Endverbraucher bin, dann muss ich täglich für den Vortag in 15 Minuten Granularität die Daten an den Lieferant geben. Warum muss ich das machen? Weil der Lieferant so besser planen kann, was er am Energiemarkt beschafft. Energie, elektrische Energie ist ein Produkt, das wird gehandelt an Börsen, gibt es verschiedene Produkte, stündlich, viertelstündlich, je nach Markt. Und da muss ich das täglich für den Vortag in 15 Minuten Granularität melden. Und auch an den Übertragungsnetzbetreiber, da wird es jetzt ein bisschen energiewirtschaftlich, Energierecht, der Übertragungsnetzbetreiber ist der sogenannte Bilanzkreiskoordinator, der ist dafür verantwortlich, für gewisse Systemdienstleistungen zur Verfügung zu stellen.
Und wenn er die Werte hat, kann er das, die Kosten, die dafür angefallen sind, verteilen. Das sehen wir nachher noch im Detail, aber ja, ich glaube hier ohne weiteres Hintergrundwissen ist schwierig, das zu verstehen. Dann an den Verteilnetzbetreiber muss monatlich die Monatsarbeit berichtet werden für Verbraucher dieser Größe und eine Maximalleistung. Warum braucht er das? Also die Maximalleistung wäre der Peak über den Monat, den ich an Leistung hatte. Und warum braucht er das? Dass er den Netzausbau planen kann. Ja. Nochmal, früher war das kein, da haben wir eine Frage. Ja, das ist eine gute Frage. Danke für die Frage. Die Frage war, was der Unterschied zwischen Übertragungsnetz und Verteilnetzbetreiber ist. Wir haben in Deutschland ein hierarchisches Energiesystem mit verschiedenen Spannungsebenen. Unten, oben irgendwie 380 Kilovolt, unten unsere 230 Volt und zwischen verschiedene Spannungsebenen. Der Gedanke dahinter ist, hohe Spannung resultiert in wenigen, in geringen Verlusten durch die Übertragung. Und unten hat man höhere Verluste und wir Endverbraucher, wir wollen 230 Volt. Und große Kraftwerke speisen oben ein. Kleine Verbraucher ziehen unten raus und Großverbraucher sind irgendwo zwischendrin. Ja. Und Übertragungsnetzbetreiber ist der Betreiber von diesem Hochspannungsnetz. Ja. Da haben wir in Deutschland irgendwie größenordnungsmäßig 4.000-5.000 Kilometer Übertragungsnetz über ganz Deutschland verteilt. Und dann die Verteilnetze unten, das sind die große Menge an Netzen, das sind irgendwie 1,1 Millionen Kilometer über ganz Deutschland verteilt. Und das ist ein Großteil der Netze. Ja, und Verteilnetzbetreiber sind die, die damit zu kämpfen haben, die mit der Energiewende stark zu kämpfen haben. Ja. Weil ursprünglich das Stromnetz wurde gebaut, entsprechend den Anforderungen des letzten Jahrhunderts, das kann man so sagen. Und da war es halt ganz klassisch, wir haben oben große Kraftwerke, die speisen ein, wir haben unten Verbraucher, die ziehen den Saft, der oben eingespeist wurde. Jetzt haben wir unten ganz viel Photovoltaik, Einspeisung, wir haben unten höhere Lasten, also ein Haushalt hat irgendwie, wenn man damals 10 Kilowatt hat, ist das viel, Elektrofahrzeuge spricht man heute teilweise mit mehreren 100 Kilowatt Laden, so Supercharging, und naja, die Netze waren nie ausgelegt für sowas, ja, und jetzt haben wir ganz viel Einspeisung da unten, ja, und die Verteilnetzbetreiber, die wissen auch teilweise gar nicht, weil die Netze statisch dimensioniert wurden. Wenn ich eine Einspeisung habe und ich habe eine Leitung, dann fällt die Spannung entlang dieser Leitung durch den Widerstand ab. Und wenn ich, ja, ursprünglich wurden die halt so dimensioniert, dass ich am Trafo eine gewisse Spannung habe und dann einen Abfall durch einen Häuserstrang und das letzte Haus quasi entlang der Leitung, das letzte Haus hat gerade noch eine Spannung, 230 Volt plus minus die 10%, die erlaubt sind. Ja. Wenn ich jetzt eine Einspeisung habe, hat es natürlich Impact auf die Spannungshaltung. Ja. Und das wurde nie geplant, dass ich unten einspeise. Ja, das ist nie so designt worden und deswegen wissen die Verteilnetzbetreiber gar nicht richtig, was in ihren Verteilnetzen abgeht. Und deswegen wollen die wissen, ja, was da die Maximalleistung war, was da, ja, einfach, dass die planen können, wie die ihre Netze ausbauen sollen. Die sind auch verpflichtet. Verteilnetzbetreiber sind verpflichtet, Netze auszubauen. Und Verteilnetzbetreiber sind verpflichtet, wenn ich eine PV-Anlage auf mein Dach machen möchte, dass ich das machen kann. Wenn das Netz nicht ausreicht, müssen die was tun. Die können versuchen, das intelligent zu steuern. Durch Abregelung. Oder die müssen die Netze ausbauen, ja. Und die haben natürlich einen Anreiz an so Daten, ja. Das war da noch eine Frage. Nee, auf rein den Verbrauch. Also es wird getrennt, ja, kann man nicht ganz so sagen, wenn ich lokal, also es gibt einen Zähler, der einen Verbrauch misst. Wenn ich eine PV-Anlage hinter diesem Zähler habe und den Strom lokal verbrauche, es zählt nur das, was ich von extern zusätzlich beziehe. Ja. Wenn ich lokal eine Photovoltaikanlage habe und Strom selbst verbrauche, es zählt letztendlich nur das, was im Zähler gemessen wird, was von extern kommt. Ja. Genau. Ja, und hier unten diese 7 Kilowatt, die hier stehen, für EEG und KWK-Anlagen, also erneuerbare Energieanlagen, PV auf dem Dach, KWK, Blockheizkraftwerk im Keller. Das ist die Peak-Leistung, die Maximalleistung. Ja. 7 kW, das ist so ein bisschen das, was man auf einem Einfamilienhaushalt-Dach haben kann. Gut, ja, und von diesen Anlagen hier unten, da muss auch täglich für einen Vortrag an den Übertragungsnetzbetreiber in 15 Minuten Granularität übermittelt werden, ja, was die Leistung war. Und auf Anfrage muss es an den Verteilnetzbetreiber übermittelt werden. Der kriegt es nicht automatisch, aber er kann sagen, hey, ich habe ein berechtigtes Interesse, ich gehe von außen, meine Netze irgendwie sind da kacke, ich will da was machen. Und dann kann er die Werte anfragen von Anlagen dieser Größe. Also von der Photovoltaikanlage, die ich auf dem Dach habe. Gut, das dazu. Das waren jetzt Energiemesswerte, was wir hier gesehen haben. Ja? Kilowattstunden. Dann gibt es noch Netzzustandsdaten. Das sind Spannung, Strom, Blindleistung möchte ich jetzt hier nicht vertiefen. Da gibt es Netzzustandsdaten und größere Verbraucher ab 20.000 Kilowattstunden und entsprechend die PV-Anlagen, Blockheizkraftwerke ab 7 Kilowattstunden müssen, wenn der Verteilnetzbetreiber das will,
Spannung, Strom und Phasenwinkel, also Netzzustandsdaten übermitteln. Dass der Verteilnetzbetreiber abfragen kann, hey, wie sieht es in meinem Netz aus? Ist die Spannung vielleicht außerhalb der zugelassenen 230 Volt plus minus 10%? Ja, das kann er kontinuierlich anfordern, ereignisorientiert, wenn eine gewisse Grenze überschritten wird, oder ja nachträglich, weil er irgendwie mitgekriegt hat, dass irgendwas schief lief. Gut, ja, jetzt kann man natürlich sagen, halt, stopp, warum denn eigentlich? Ja, jetzt habe ich schon ein bisschen was vorweggenommen. Ja, Netzstabilität, die zwei wesentlichen Werte, die Stabilität von dem Netz ausdrücken, sind Frequenz und Spannung. Es gibt weitere, aber Frequenz und Spannung ist, glaube ich, hier das, was uns interessiert. Frequenz ist eine globale Größe, die die Balance von Angebot und Nachfrage, von Einspeisung und Ausspeisung widerspiegelt. Wenn ich mehr einspeise, als ich ausspeise, dann habe ich eine höhere Frequenz, 50, irgendwas. Wenn es andersrum ist, dann habe ich eine geringere Frequenz. Ja. Also Angebot und Nachfrage, wenn das komplett ausgeglichen ist, habe ich 50 Hertz. Das liegt an den rotierenden Massen, die wir im System haben. Die großen Kraftwerke, die haben rotierende Massen und die drehen sich halt mit 50 Hertz. Wenn ich jetzt weniger Energie aus dem Netz ziehe, dann muss die Energie irgendwo hin, ja. Dann drehen die sich ein bisschen schneller. Gut, Frequenz will man mit 50 Hertz handeln, ganz klar. Spannung ist eine lokale Netzgröße. Ich habe schon gesagt, es gibt bewusst verschiedene Spannungsebenen. Und man hat einen Spannungsverlust über die Leitung. Habe ich gerade auch schon vorweggenommen. Ursprünglich wurden Netze so geplant, ich speise irgendwo ein, ich habe einen Spannungsverlust und ich muss die Spannung hier in der Höhe haben, dass jeder Haushalt auf dieser Leitung eine zugelässige Spannung zwischen 230 Volt plus minus 10% hat. Ja, und die Spannung, die wird auch beeinflusst durch Ein- und Ausspeisung. Sprich, Photovoltaikanlagen und Elektrofahrzeuge ist eine große Herausforderung für das Spannungslevel. Ja, und zusätzlich Blindleistungsströme. Aber da möchte ich jetzt, das müssen wir nicht verstehen. Gut, ja, so sieht es aus, das Stromnetz. Das sind hier die verschiedenen Netzebenen, die ich gesagt habe. Oben 380 Kilovolt, dann hat man 110 Kilovolt Level, dann hat man so 30, 20, 10 Kilovolt, das ist ein bisschen unterschiedlich auch. Und dann haben wir ganz unten unser 230 Volt Level. Also hier steht jetzt 400 Volt, weil wir haben ein Dreiphasensystem und Phase gegen Phase ist 400 Volt und Phase gegen Nullleiter ist 230 Volt. Gut, jetzt wird oben eingespeist, unten klassischerweise verbraucht. Ja. Also ganz klassisch war bisher Energiefluss top-down. Und Fluktuation und Unsicherheit hat man nur auf Nachfrageseite gehabt, weil man nicht genau gewusst hat, was da was die Verbraucher letztendlich machen. Ja. Und traditionelle konventionelle Kraftwerke waren sehr gut steuerbar. Ich kann einfach sagen, wenn Nachfrage da war, ich fahre mein Kraftwerk ein bisschen hoch. Man hat so das Steuerungsparadigma gehabt, dass das Angebot der Nachfrage folgt. Ja. Die Energiewende, die dreht diese drei Dinger jetzt ja nicht um, aber die bringt da ein bisschen Wirrwarr rein. Energiefluss ist nicht mehr top-down. Wir sehen, wir haben hier unten viel Einspeisung, Solaranlagen, Windanlagen, Biogaskraftwerke. Wir haben stärkere Ausspeisung durch Elektromobilität. Wir haben auch auf höheren Netzebenen nochmal Einspeisung und Kernkraftwerke, hat die Bundesregierung beschlossen, sollen die letzten paar, die wir noch haben, 2022 komplett vom Netz gehen. Das ist schon eine beschlossene Sache. Die werden auch wegfallen. Ja, entsprechend hat man teilweise sogar einen Rückfluss von Strom, dass Strom von unten nach oben fließt. Ja, mit, wie gesagt, Impact auf die Frequenz und auf die Spannung. Weil Photovoltaik geht mal ein bisschen, das ist mehr oder mal ein bisschen anders als vorher gesagt, habe ich da natürlich Probleme mit der Vorhersage. Ja, das ist so ein bisschen der Punkt 2. Man hat zusätzlich die Unsicherheit auf der Angebotsseite, eine große Unsicherheit auf der Angebotsseite, die man bisher nicht hatte. Ja, und man hat so ein bisschen das Steuerungsparadigma, was sich gerade ändert, was diese Pressemitteilungen vorhin auch gezeigt haben. Man versucht, die Nachfrage auch ein bisschen beim Angebot folgen zu lassen. Elektrofahrzeug hängt irgendwie 10 Stunden daheim an der Steckdose, muss 2 Stunden davon laden. Warum soll ich es nicht da laden, wo sowieso gerade die Sonne scheint, wo ich so viel Energie habe? Ja, das kann man alles ein bisschen steuern. Und da gibt es eben gerade einiges, momentan gerade am sich ändern. Gut, das war jetzt ein bisschen so Hintergrund zur Netzstabilität. Jetzt kommen wir zum Bedarf an Energiedaten, ein bisschen detaillierter. Im Wesentlichen möchte ich da auf 3 Punkte eingehen. Bilanzkreismanagement, Abrechnung, Tarifierung und Erfassung von Netzzuständen. Ja, Bedarf an Energiedaten. Energiewirtschaftlich ist die kleinste Einheit ein sogenannter Bilanzkreis. Man kann sich das vereinfacht, es ist ein bisschen kompliziert, aber vereinfacht kann man sich so vorstellen, dass unser Energielieferant, mit dem wir einen Stromliefervertrag haben, so einen Bilanzkreis bewirtschaftet und der muss auf Viertelstundengranularität sicherstellen, dass die Einspeisung jederzeit der Ausspeisung entspricht. Dazu
kann er am Tag vor der Lieferung an sogenannten Day-Ahead-Märkten in 1 Stunde Granularität Energie handeln. Ja. Er kann sagen, ich möchte morgen zwischen 15 und 16 Uhr 1 Megawattstunde Energie kaufen. Stunden Granularität, ja. Und der Bilanzkreisverantwortliche, der Energielieferant, ist nun verantwortlich, viertelstündlich genau das hier zu garantieren, ja. Am Tag vor der Lieferung. Nun ist Tag der Lieferung. Jetzt merkt er vielleicht, das Wetter kam ein bisschen anders als gedacht. Ich habe weniger PV eingespeist. Irgendwie habe ich ganz viele Kunden, die jetzt plötzlich gemeint haben, sie müssen ein Elektroauto vollladen. Habe ich nicht mit gerechnet. Dann kann es zu einer Abweichung kommen. Ich kann hier Viertelstunde genau ein Delta reinkriegen. Ja. Es kann eine Abweichung nach oben und es kann eine Abweichung nach unten geben. Ja. Wenn es zu so einer Abweichung kommt, dann gibt es einen Mechanismus namens Regelleistung. Regelleistung wird Status Quo erbracht von Kraftwerken, die nur auf zum Beispiel 80% ihrer Maximalleistung fahren. Ja. Und wenn es da so eine Abweichung gibt, dann können die Kraftwerke kurzfristig, innerhalb von Sekunden bis Minuten, da gibt es verschiedene Güteklassen, können die kurzfristig hochfahren auf 100% mehr Strom erzeugen oder kurzfristig auch runterfahren auf 70%, 60%, 50% weniger Strom erzeugen, um das hier ganz kurzfristig, wenn es in dieser Viertelstunde auftritt, instantan auszugleichen. Ja, und solche Regelleistung ist sehr, sehr teuer. Das möchte man vermeiden. Ja, da haben die Lieferanten, die Bewirtschafter von so einem Bilanzkreis, ein großes Incentive, sowas zu vermeiden. Ja, und also ja, am Tag vor der Lieferung fragt sich natürlich der Lieferant, wie jetzt seine Ein- und Ausspeisung ausschaut. Ja. Status quo sieht es so aus, dass für große Verbraucher, also für richtig große Verbraucher, dass die schon viertelstündlich eine registrierende Leistungsmessung haben. Ja. Die müssen viertelstündlich jeden Tag liefern, was die verbraucht haben. Ja. Aber das machen nur ganz, ganz große Verbraucher und sehr, sehr große Erzeuger. Also relativ zu was man sieht natürlich, aber für Haushalte gesprochen sehr große Erzeuger und sehr große Verbraucher. Ja, und das ist dann die Grundlage für die Vorhersage und für die Bilanzierung danach. Gut, wenn ich jetzt ein kleiner Verbraucher bin, Haushalte und so Zeugs, die werden durch sogenannte Standardlastprofile prognostiziert. Das haut für einzelne Haushalte natürlich nicht immer hin, aber wenn man jetzt mal Verteilnetz sieht mit irgendwie 100.000 Endpunkten, dann haut es doch recht gut hin. Also man sieht hier, Montag bis Freitag hat man eine gewisse Kurve. Man hat eine Kurve für Samstag und für Sonntag. Was sieht man? Morgen stehen die Leute auf, irgendwie so zwischen 5 und 8. Also es sind eher früh arbeitende Leute. Und dann sieht man, geht es ein bisschen runter. Mittags kochen viele noch, da geht es nochmal ein bisschen hoch. Und dann abends nochmal nach oben. Ja. Das funktioniert gut, aber wenn jetzt irgendwie Elektrofahrzeuge ins Spiel kommen, wird es natürlich schwieriger. Ne? Und auf Einspeiseseite hat man das genauso. Da versucht man einfach eine PV-Kurve zu nehmen. Also es gibt auch solche Standardlastprofile für die Einspeisung. Das war da eine Frage. Haben wir diese 3 Werktag-Samstag-Profile oder haben wir auch für verschiedene Haushaltstypen, zum Beispiel Single-Haushalt oder Familie mit 2 Kindern? Ja, sehr gut. Ja, die Frage war, ob diese Haushaltsprofile, ob es da verschiedene Klassen von Profilen gibt. Es gibt verschiedene, für Haushalte gibt es im Wesentlichen diese 3 Profiltypen. Dann gibt es allerdings noch Gewerbe. Da wird unterschieden zwischen tagaktives Gewerbe, nachtaktives Gewerbe. Es sind circa zehn verschiedene Typen an Profilen, die es gibt. Ja, genau. Gut. Und also man sieht hier, das ist so ein Skalierungsfaktor. Und der Energieversorger hat ja die jährlichen Energieablesewerte und mit denen skaliert er das. Ja. Er sagt, im Schnitt braucht ein Haushalt so und so viel. Letztes Jahr hat er im ganzen Jahr so und so viel gebraucht. Also skaliere ich das auf ein passendes Level. Gut, jetzt Motivation nochmal, Smart Meter Gateway. Der Energielieferant hat natürlich ein Interesse daran, hier ein bisschen genauere Werte zu kriegen, dass er besser prognostizieren kann. Gut, 2. Punkt, warum ich Energiedaten brauche, Abrechnung, Tarifierung. Habe ich vorhin schon vorweggenommen, laut Energiewirtschaftsgesetz gibt es die Pflicht, Status Quo schon, dass die Energieversorger einen Anreiz bieten müssen, Lastflexibilitäten zu erschließen. Ja. Status quo gibt es da HTNT-Tarife. Das ist in der Praxis realisiert durch solche Zähler hier, die einfach 2 Register haben. Ja. Gibt es eine HTNT-Umschaltung, die funktioniert aber grundsteuertechnisch, gehe ich später noch ein bisschen näher drauf ein. Es gibt eine HTNT-Umschaltung und quasi alles nach 20 Uhr geht in Register 1, wird von diesem einen Zähler erfasst, alles nach 8 Uhr morgens wird dann von diesem wieder erfasst. Ja. Habe ich einfach 2 Register. Ja. Gut, jetzt habe ich allerdings an der Strombörse, am Day-Ahead-Markt, das sind die Preise, die habe ich heute Morgen gezogen, die gestern gehandelt wurden für heute. Das sind jetzt die Großhandelspreise.
die sind im Bereich von 2,5 Cent bis 4 Cent pro Kilowattstunde. Ich sehe jetzt, wir haben jetzt irgendwie 14.30 Uhr. Momentan haben wir, weil die Leute gedacht haben, heute sonniger Tag, die Leute, die Energieversorger gedacht haben, heute ist ein sonniger Tag, viel PV-Einspeisung, haben wir einen sehr niedrigen Preis. Ja. Allerdings, wenn ich jetzt irgendwie, hier sind wir 14.30 Uhr, wenn ich jetzt nach vorne schaue auf 19 Uhr, dann ist der Preis tatsächlich doppelt so hoch. Ja. Jetzt nochmal kurz ein bisschen Motivation. Ich habe jetzt ein Elektroauto. Ja. Das Elektroauto steht 12 Stunden daheim. Ja. Warum soll ich das zum teuren Preis laden und nicht zum günstigen? Ja. Und Status quo können wir solche Tarife halt leider nicht realisieren, oder leider, ich bin kein großer Verfechter davon, ich sage nur, was quasi Status quo ist, können wir solche Tarife nicht realisieren, weil eben es keine Möglichkeit gibt, an die Daten zu kommen. Ja, wir haben nur 2 Register. Gut, ja, letzter Punkt bezüglich der Erfassung von Energiedaten. Ja, Netzzustände. Ich habe vorhin bereits gesagt, die Verteilnetzbetreiber, da ändert sich einiges unten im Verteilnetz. Ja, habe ich auch schon ein bisschen erwähnt. Das heutige Stromnetz wurde primär entworfen, um den Anforderungen des letzten Jahrhunderts gerecht zu werden. Das muss man sich einfach mal verinnerlichen, das ist so. Das hat ganz anders ausgesehen, das Energienetz. Wir haben einen Top-Down-Fluss gehabt, wir haben Großkraftwerke gehabt, die jetzt nach und nach weggehen. Und ja, momentan haben wir nicht nur auf der Nachfrageseite, sondern insbesondere auch durch die erneuerbaren Energien, im Wesentlichen Wind und PV. Heute haben wir ca. 30% erneuerbare Energien, Bruttostromerzeugung des Jahres. Und ja, da haben wir auch auf der Anfrageseite, auf der Angebotsseite bei der Einspeisung eine sehr hohe Unsicherheit, ja. Ja, und wir haben halt wirklich unten in den Verteilnetzen sehr viel, weil das ein sehr dezentrales System, nicht mehr wenige zentrale Einheiten, sondern ja, ich meine, man muss nochmal in manchen Dörfern auf die Dächer gucken, da sieht man teilweise wirklich auf irgendwie gefühlt jedem 1,3. Haushalt oder sowas, eine PV-Anlage. Ja, und diese vermehrte Einspeisung im Verteilnetz, die war nie so geplant. Ja. Und die Lastflussumkehr, das eben auch teilweise zurückgespeist wird, die kann zu Problemen führen. Ja. Status quo ist es wirklich so, dass die Verteilnetzbetreiber kaum wissen, was in ihrem Verteilnetz abgeht. Ja. Und da haben die natürlich auch, die Verteilnetzbetreiber, Interesse an solchen Werten. Ja. Gut, das war jetzt ein bisschen Bedarf an Energiedaten. Jetzt möchte ich sagen, ja, was gibt's denn, möchte ich erläutern, was es denn für Bedarf an Steuerung gibt und wie es heute ausschaut, dass wir ein bisschen so Gespür dafür kriegen. Ja, bei Bedarf der Steuerung, Fluktuation Erneuerbare wirkt sich auf Preise aus, neue Tarifmodelle sind möglich, dann möchte ich eben auf heutige Steuerungsmöglichkeiten eingehen und auf die technische Realisierung, wie das heute ist. Es werden schon gewisse Sachen gesteuert. Gut, Fluktuation Erneuerbare, wir haben hier bereits gesehen, den Day-Ahead-Preis für heute, der gestern gehandelt wurde, teilweise eine Fluktuation plus minus 100%. Es ist hier wichtig nochmal zu sehen, wir reden hier von 2,5 bis 4 Cent. Ne? Wir als Endverbraucher, wir bezahlen eher so 25, 26, 27 Cent. 27, 28, je nachdem. Das ist aber tatsächlich so, der Großteil unseres Strompreises, 3/4, sind Netzentgelte, EEG-Umlage, Offshore-Risikoanlage, Umlage und also wirklich ganz viel Umlagenzeugs dran und Netzentgelte. Und dieser eigentliche Energiepreis ist nur ein Kleinteil. Ja. Also Status quo ist auch wirklich so, dass diese Fluktuation kaum eine Auswirkung hat auf unseren Preis. Ja. Aber es gibt durchaus Diskussionen, ob man nicht diese Umlagen, ob man die nicht dynamisieren soll und abhängig machen soll vom Börsenpreis. Ja. Dass man quasi wirklich dem Endverbraucher einen wirklichen Incentive, einen wirklichen Anreiz gibt, seinen Strom zu verschieben. Weil momentan ist halt irgendwie das alles fix und das hier oben fluktuiert ein bisschen. Ne? Das ist natürlich ja nicht so geil. Gut, der Day-Ahead-Markt wird heute für morgen gehandelt. Wenn jetzt morgen angetreten ist, kann ich bessere Prognosen machen, dann gibt es einen Intraday-Markt. Der ist feingranularer, viertelstündlich. Heute, das da oben ist eine Auktion, da gibt es dann am Ende des Tages einen fixen Preis für jede Stunde. Beim Intraday-Markt ist ein kontinuierlicher Handel. Kann jemand sagen, hey, ich habe hier 500 Kilowattstunden zu verkaufen, möchte jemand abkaufen, da kann ein anderer sagen, okay, ich nehme es für den Preis. Ja, ein kontinuierlicher Handel. Deswegen gibt es da einen Höchstpreis, Tiefpreis und letzter Preis gleich. Ja, was wir jetzt hier sehen, tatsächlich Intraday-Markt für heute. Also man kann auch jetzt schon für ein paar Stunden handeln, deswegen ist das der ganze Tag schon. Das habe ich heute Morgen gezogen. Und man sieht da schon tatsächlich, dass die geringsten Preise wirklich negative Preise waren. Das sind dann irgendwie große Kraftwerke, die nicht schnell runtergefahren werden können. Und man will halt als Bilanzkreisverantwortlicher, will man vermeiden, diese Regelleistung zu bezahlen. Diese großen Kraftwerke, die angepasst werden sollen. Ja? Das will man vermeiden, weil das ist teuer. Entsprechend tut man dann am Intraday-Markt versuchen, Energie entsprechend zu verkaufen, dass der Bilanzkreis am Schluss ausgeglichen ist. Jetzt war hier gerade irgendwo eine Frage. Ja, gibt es ja eine Spekulation? Die gibt es, genau. Also die gibt es ganz klar. Das, also ich würde mal sagen,
Da steckt natürlich viel Spekulation dahinter. Wir sehen, das basiert im Prinzip alles auf Prognosen. Ne? Also der Grund, warum wir hier zur Mittagszeit so ein Tief haben, das ist, weil da PV-Einspeisung stattfindet. Und das ist natürlich, da muss ich natürlich gewissermaßen spekulieren. Ich kann das nicht perfekt vorhersagen. Und wenn ich mich halt wirklich nur mal verkalkuliere, dann greift eben diese Regelleistung. Nochmal Regelleistung, das sind große Kraftwerke, die bewusst nur auf Teillast fahren, 80%, und bei Bedarf, bei einer Abweichung, fahren die dann instantan hoch oder runter. Innerhalb von, je nach Produktkategorie, innerhalb von 30 Sekunden, von 5 Minuten oder von einer Viertelstunde. Und die können dann, das sind so Systemdienstleistungen, die können dann sicherstellen, dass Angebot und Nachfrage stets ausgeglichen ist und dass wir unsere 50 Hertz aus der Steckdose kriegen. Bitte? Das ist alles ziemlich automatisiert, ja. Ja, es ist ziemlich automatisiert. Also es gibt eine EPEX, die sitzt in Leipzig, European Power Exchange. Letztendlich gibt es da für 8.000 Euro oder sowas, kriegt man da einen SOAP-Zugang und kann dann 256 Gebote innerhalb von einer, also 256 Gebote für eine Stunde abgeben. Ja, kann sagen, ich kaufe so viel zu dem Preis und dann kriege ich am Schluss halt einen Zuschlag oder nicht. Bitte? Ja, genau, ja. Genau, das sind 50 pro Megawatt, genau. Wenn ich solche 10 teile, habe ich die Kilowatt, ja. Die Regelleistung, das ist sehr schwierig, weil das ist ja schon gemein. Ja, genau, die ist ja teuer, die will man vermeiden, ja. Das ist abhängig davon, es gibt diese Kraftwerke, die auf Teillast fahren, ja. Und wenn es jetzt viel Abweichung gibt, jetzt nehmen wir mal an, es gibt nur einen Bilanzkreis, der eine Abweichung verursacht, ja. Dann muss er, ich vereinfache es jetzt stark, dann muss er für die letzte Woche quasi, wenn es die ganze Woche nur einen Bilanzkreis gab, der für die Abweichung, für die Regelleistung verantwortlich war, dann muss er diese Woche an Regelleistung bezahlen. Ja? Und wenn es irgendwie 500 Bilanzkreise gibt, die verantwortlich waren, dann wird die eingesetzte Regelleistung, je nachdem, wie viel verantwortlich war, dafür aufgeteilt auf diese 500 Bilanzkreise. Ja. Da tue ich mir jetzt schwer, Zahlen zu nennen. Da tue ich mir jetzt recht schwer. Es gibt verschiedene Produktkategorien. Es gibt Primärregelleistung, die muss innerhalb von 30 Sekunden zur Verfügung stehen. Da ist die Vergütung für den Kraftwerksbetreiber ein Leistungspreis. Leistungspreis heißt, er bietet an, zum Beispiel 5 Megawatt hoch oder runter zu fahren innerhalb von 30 Sekunden. Da gibt es nur einen Leistungspreis. Dann gibt es Sekundär- und Tertiärregelleistung, die muss innerhalb von 5 Minuten oder 15 Minuten zur Verfügung stehen. Und da gibt es einen Leistungspreis für die Bereitschaft der Anpassung. Und wenn ich abgerufen werde, wenn wirklich so ein Abruf kommt, dann kriege ich zusätzlich einen Arbeitspreis, also die Leistung über den Zeit. Und das ist, kann man nicht so, also kann ich jetzt nicht so eine Zahl nennen, das ist recht schwer. Da hinten noch eine Frage. Wetter ist einer der größten Einflüsse, also Wetterprognosen und dann so Sachen wie Feiertage. Habe ich einen Feiertag, habe ich nicht einen Feiertag? Da gibt es so Typtage, wo man in Vergangenheit, wo man vergangenheitsbasiert schauen kann. Ja. Aber Wetterprognosen sind wesentliche Einflüsse, Status quo. Und was mache ich, wenn gestern eine WM war, Ja. Genau, wenn ich solche Extremfälle habe, also die Frage, ich sag's nochmal für die Aufnahme, die Frage war, was ich denn mache, wenn ich nun signifikant daneben liege bei meiner Prognose, weil zum Beispiel WM war und historischerweise bei der WM alle extrem viel Strom verbraucht haben, aber jetzt irgendwie war das anders. Wenn das so ist, dann wird einfach viel Regelleistung abgerufen und das sieht man, die Regelleistung, die bezahlt wird, die ist oft zwischen den Jahren, ist die zum Beispiel oft sehr, sehr hoch, weil zwischen den Jahren wenig Industrie am Netz hängt, die Flexibilitäten nutzen kann und weil wir da oft Photovoltaik-Einspeisung haben und ja, weil da entsprechend keine Flexibilitäten im System sind, die am Markt, das marktbasiert regeln können. Da hinten ist noch eine Frage. Ja. Genau. Genau. Die Frage war, ob denn in Zukunft auch alternative Regelleistungserbringer, wie zum Beispiel Elektrofahrzeuge, denkbar sind. Ja, das ist so. Es gibt einiges an Arbeiten in dem Bereich. Status quo ist die Bedingung, Regelleistung anzubieten, liegt bei, man muss, also ist erstmal ein schwieriger Präqualifikationsprozess. Man muss das nachweisen, Kommunikationsanbindung, man muss so Lastkurven abfahren, muss das nachweisen.
Präqualifikation ist schwierig und zudem muss man mindestens 5 Megawatt anbieten können. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht lüge. Doch, genau, 5 Megawatt. Bei Sekundär und Tertiär sind es zumindest 5 Megawatt. Bei Primär sind es, glaube ich, 1 Megawatt. Ja. Aber also die Größenordnung rum. Man muss eine gewisse Mindestmenge anbieten. Aber es gab vom BMWI, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, vor gefühlt 1,5 Jahren ein sogenanntes Grün- und Weißbuch. Und da wurde gesagt, wie Sie planen, den Energiemarkt und das Energienetz zu ändern. Ja, und da wurde ganz klar gesagt, man will, also steht sogar wortwörtlich so drin, man will allen Einheiten, die Regelleistung technisch erbringen können, die Möglichkeit geben, das auch zu tun. Status quo ist es direkt nicht möglich, aber es gibt Aggregatoren. Also man muss auf die mindestens 5 Megawatt kommen, wenn man direkt am Markt handeln will, aber es gibt Aggregatoren, zum Beispiel sowas wie Next-Kraftwerke, virtuelles Kraftwerk ist da immer so der Begriff, die kuppeln zum Beispiel Blockheizkraftwerke. Kuppeln die und dann sagen die, wir haben jetzt ganz viele Blockheizkraftwerke, die einzeln recht klein sind, aber gemeinsam haben wir 5 Megawatt. Und da können sie dann Regelleistung mit anbieten. Und das, Status quo, gibt's. Ja. Noch eine Frage? Ja, das ist ja eine zentrale Börse. Ja. Ja, sehr, sehr guter Punkt. Die Frage ist, wie die Übertragung berücksichtigt wird. Genau, an diesen Strommärkten wird gehandelt, wie wenn Deutschland eine Kupferplatte wäre. Ich speise hier ein, Annahme, ich kann überall ausspeisen. Kupferplatte. Nun müssen große Kraftwerke bis zu einer gewissen Uhrzeit, 14:30 Uhr, dem Übertragungsnetzbetreiber melden, was sie, also ab einer gewissen Größe, wirklich nur große Kraftwerke, was sie einspeisen wollen. Dann tut der Übertragungsnetzbetreiber nach dieser Meldefrist um 14:30 Uhr Simulationen laufen lassen, da fließen ganz viele Erfahrungswerte ein, und schauen, wo es zu Netzengpässen kommen könnte. Wenn es zu Netzengpässen kommt, gibt es einen sogenannten Redispatch. Redispatch heißt zum Beispiel, Kraftwerk im Norden hat gesagt, es will einspeisen, eins im Süden steht still. Dann sagt der Übertragungsnetzbetreiber, hey, meine Netze geben das nicht her, du im Norden, bleib du aus zu der Zeit, du im Süden, geh an. Ja, das ist ein Redispatch. Man tut quasi sagen, der oben soll ausbleiben, der unten soll angehen. Ja, dadurch entstehen natürlich Kosten, ganz klar. Man muss den da unten bezahlen und den muss man entschädigen mit dem, was er bekommen hätte. Und diese Kosten, die zahlen wir letztendlich über die Netzentgelte. Das wird auf uns umgelegt. Ja, genau. Aber die Börse hier, die berücksichtigt erstmal kein Netz. Das Netz kommt nachgelagert. Die Dezentralisierung, die kommt automatisch. Also ich meine, die ganzen Photovoltaikanlagen. Ich meine jetzt ist schwierig. Also man kann nicht wirklich sagen, dass man es dezentralisiert. Es gibt so Sachen wie das Energie-Communities zum Beispiel. So der Gedanke, dass ich, quasi meine ist eine kleine Community, irgendwie 100 Haushalte, und ich habe jetzt zu viel Photovoltaik auf dem Dach, mein Nachbar zu wenig, dass man dann irgendwie sagt, irgendwelche Mechanismen entwickelt, dass ich direkt mit dem Nachbar Strom austauschen kann und dass ich gar keine übergelagerten Netze brauche und so Zeugs, dass man das effizienter gestalten kann. Aber letztendlich, Status quo, das was man heute so sieht bei diesen innovativen Unternehmen, die versuchen, Flexibilitäten zu erschließen, um damit an so Börsen zu handeln. Ja, also es gibt momentan so Unternehmen, die versuchen zum Beispiel, also Sachen wie Stromflatrate zum Beispiel, die sagen, hey, wir bieten euch eine Stromflatrate, wenn ihr uns im Gegenzug erlaubt, auf euer Elektrofahrzeug die Steuerung zuzugreifen. Ihr müsst uns irgendwie täglich irgendwie so einen 5-Stunden-Slot oder sowas geben, in dem wir 2 Stunden laden dürfen. Wenn man sowas hergibt, dann nutzen die Flexibilität und handeln hier. Ja. Also die Dezentralität, die ist noch nicht, also Sachen wie Blockchain zum Beispiel. Es gab vor einem Monat, gab es von Sun und von einem Übertragungsnetzbetreiber die Info, dass die 6000 Batteriespeicher, die sie schon verbaut haben, über eine Blockchain steuern wollen. Aber ich finde, da ist durchaus sehr angebracht, das auch mal in Frage zu stellen. Und also nur weil Blockchain draufsteht, muss ja nicht automatisch gut sein. Aber es gibt, muss man sich mal anschauen. Ja, ich habe bei diesem konkreten Blockchain-Fall noch kein richtiges Modell dahinter verstanden. Und ich hoffe halt mal, dass die was dahinter haben, was... Die denken sich bestimmt was dabei, aber ja, muss man auch mal ausprobieren. Ja. Gut, jetzt haben wir da hinten noch eine Frage. Ich habe noch eine Frage zu den Smart Meter Gateways. Ja. Du sagtest, dass der Gesetzgeber die am Netz verpflichtet hat, mir einen Vertrag zur Verfügung zu stellen, wo nur einmal im Jahr der
kann ich es nachprüfen. Laut Spezifikation ist die grundlegende Annahme, ganz am Anfang der Spezifikation, der Smart Meter Gateway Administrator ist a fully trusted entity. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, vom Zähler sind die Werte signiert, die waren dann zum Gateway. Man sagt, dem Gateway vertraut man. Das Gateway liefert es nach extern an den Smart Meter Gateway Administrator und der gibt es ja, letztendlich dem Lieferant. Ist die Frage, wie das dann letztendlich bei der Rechnungsstellung wird. Ob ich bei der Rechnungsstellung wirklich sehe, welche Register wie viel verursacht haben. Und ich gehe davon aus, dass das so kommen wird. Ja. Also heute, wenn ich einen HT-NT-Tarif habe, dann kann ich bei meinem Zähler daheim ablesen, okay, HT habe ich 500 Kilowattstunden verbraucht, NT 200 Kilowattstunden. Und das kann ich in Zukunft, kann ich ja auch bei meinem lokalen Zähler die Werte abfragen. Bei meinem lokalen Smart Meter Gateway, lokal, kann ich die Werte abfragen. Und das muss ja auch letztendlich auf der Rechnung vom Lieferant stehen. Deswegen würde ich die Frage jetzt mal, ja, educated guess, würde ich mal sagen, ja. Ich meine, das ist ein kleines bisschen anders. Ja. Ich meine, aber ist schon in die Richtung gegangen, also dass ich jetzt, ich brauche meinen Smart Meter Gateway, weil der ist vom BSI zertifiziert und so weiter. Ja. Aber ich traue dem Common Criteria. Ich kann sämtliche Kommunikationsprofile, die hinterlegt sind, die kann ich mir anschauen. Ja, das kann ich. Das kann ich lokal. Ja, also die Frage war, ob ich überprüfen kann, was denn der Smart Meter Gateway Administrator konfiguriert hat. Ja, und die Antwort ist, ja, kann ich. Ich kann lokal am Smart Meter Gateway nachschauen, was da konfiguriert ist. Ja. Aber nochmal, das ist alles, das ist gerade wirklich, es gibt kein Status Quo, kein zertifiziertes Smart Meter Gateway, es gibt 8 Stück. Die Bilder, die wir gesehen haben, sind von diesen 8 Stück, die momentan in der Zertifizierungsphase sind. Ja. Das hat hier gerade da noch. Ja. Letztens gab es Zeitungsberichte, aber ich glaube, das war aus den USA, dass diese Zähler schon. Ja. Ja, das waren Forscher aus den Niederlanden, die haben gesagt, hey, wir haben hier mal geschaut, was diese digitalen Stromzähler, die ja jetzt nicht mehr mit so einer Ferraris-Prinzip funktionieren, sondern, Details weiß ich nicht, sondern elektrotechnisch irgendwie anders funktionieren. Und die haben gesagt, in gewissen Fällen messen wir was anderes als die Anzeigen. Ja, jetzt gibt's kapazitive, induktive Lasten und es gab danach eine Diskussion, natürlich haben die ganzen Hersteller einen großen Aufschrei veranstaltet. Und ich glaube, so im Nachhinein kann man jetzt sagen, das war so ein künstlich produzierter Fall, welche ist definitiv so, was die gesagt haben, aber kommt im Normalbetrieb nicht vor, dass sowas ist. Also man kann sicherlich, also mit dem Ferraris-Teller kann ich auch mit einem Magnet hingehen und den ein bisschen ablenken, da gibt es ja auch so Sachen. Und es war so in die Richtung, dass man ein bisschen künstlich versucht, das zu beeinflussen. Es klappt unter Laborbedingungen, klappt es, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das bei einem Haushalt letztendlich wirklich irgendwie falsch gemessen wird, die geht gegen, also wirklich gering. Ja. Ich weiß nicht, wer zuerst war, ich sag einfach mal, ja. Ja. Okay, ja, also die Anmerkung, ich sag mal für die Aufnahme noch, die Anmerkung war, dass es durchaus auch Zähler gibt, wo man definitiv ein bisschen was beeinflussen kann. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen, oder? Ja. Ja. Und wenn dann halt die Messfrequenz der Messgeräte zu niedrig ist, kann es halt sein, dass sie halt immer nur die Peaks messen und das dann halt als Konstantleistung annehmen. Ja. Aber genau, ich hab's auch leicht in die Richtung verstanden, aber ich glaube, das ist halt was klar kann man beeinflussen, aber wenn man normale Lasten dran hat, wie man sie in so einem Haushalt hat, dann, so war mein Verständnis, kommt sowas mit den Zählern, die es auf dem Markt gibt, in aller Regel nicht vor. Also ich möchte jetzt hier keine Hersteller von Zählern irgendwie schönreden, aber das ist mal mein Verständnis. Ja.
Ja. Ja, was sind für dich normale Lasten? Also wir haben immer mehr, also Energiespart werden bis Computernetzteilen, also alles, was jetzt nicht gerade in einer Widerstand ist, wird halt höherfrequente Anteile erzeugen. Okay, ja. Und ja. Wird dann wahrscheinlich irgendwo ein bisschen daneben liegen mit dem Zähler. Okay, okay, ja. Gut, da fehlt mir das elektrotechnische Verständnis dahinter, aber ja. Ist es nicht sowieso, also eigentlich, sobald ich weiß, muss man darauf achten, dass es nicht zu sehr verschmutzt? Da kann ich jetzt nicht zu sagen, wie das also rechtlich ausschaut, aber ja. Wenn man das solche Probleme hat, dann sollte nicht der Fall sein. Ja, ja. Also klar, man kann natürlich mit Kondensatoren und Widerständen, da kann man natürlich schon Szenarien hinbiegen. Ja, und also ist natürlich durchaus ein berechtigter Einwand, dass man sich sowas mal anschaut, ja. Und also da gibt's ja genau, da gab's ja vor 2 Monaten eben so ein Paper, kann man sich, ich habe nur das Abstract gelesen, kann man sich ja mal anschauen. Und aber was ich dann so im Nachgang ein bisschen mitbekommen habe in der Diskussion, ja, das ging dann irgendwie unter, aber ist ein sehr berechtigter Einwand, finde ich gut. Ja, bitte. Ja, Frage, ob es sehr teuer ist, wenn der Strom am falschen Ort produziert wird. Wenn das so ist, wie wird denn irgendwie incentiviert, dass Leute die Kraftwerke an den Ort kaufen? Ja, 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 ja. Genau, da gab es ja auch wirklich große Diskussionen, so mit dem, nach dem Motto, oben im Norden erzeugen wir extrem viel Windstrom, der irgendwie herunterkommen muss, und da gibt's ja auch, ja, da gab's ja Riesendiskussionen auf politischer Ebene, dass da Netze ausgebaut werden müssen. Ja, aber letztendlich ist das eine, ja, das Energiegesetz oder die Energiegesetze, muss man sagen, das sind wirklich extrem umfangreiche Sachen. Und letztendlich ist das eine Sache der Regulatorik. Es ist schwierig in diesem Energiebereich, das Ganze komplett rein marktbasiert machen zu wollen, weil sehr viel dahinter hängt. Es müssen zig Parteien sich auf was einigen. Und also man sieht ja, wenn man irgendwie Schnittstellen definiert, wie schwierig das teilweise ist. Ne? Und also hier hat man halt wirklich, also die Übertragungsnetzbetreiber in ganz Kontinentaleuropa, die haben sich, die spielen zusammen. Ja? Und da ist ganz viel Regulatorik dahinter. Und ja, letztendlich setzt die Regulatorik da Rahmenbedingungen und Status quo. In Vergangenheit war die Rahmenbedingung, jeder, der eine Photovoltaikanlage aufs Dach machen will, darf das. Und ja, wir bauen im Norden Windkrafträder hin und wir sorgen dafür, dass die Netze ausgebaut werden. Ja, Status quo, gibt es da regulatorische Rahmenbedingungen und der Markt bewegt sich in diesen Rahmenbedingungen. Das muss die Politik entscheiden. Ja. Gut, ich war noch gar nicht fertig mit dem Vortrag. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt dazu gekommen sind, dass wir jetzt so eine große Fragerunde gemacht haben. Ich kann ja mal weitermachen. Und wenn ich zu viel überziehe, höre ich auf. Ja. Gut, Fluktuation an Strommärkten. Ja, Bedarf zur Steuerung. Vielleicht kann ich noch kurz ein bisschen, wenn es interessiert, über die Steuerungsmöglichkeiten heute erklären. Ja, also es gibt heute schon Steuerungsmöglichkeiten. Im Prinzip gibt es die 4, die uns als Endkunden, jetzt mal Großkraftwerke ausgesehen, betreffen. Ein Klassiker ist die Lastverschiebung mit Nachtspeicherheizung. Wie gesagt, ein Zähler mit 2 Registern basiert auf dem Prinzip, dass nachts der Strom günstiger ist, weil einfach klassischerweise traditionell die Kraftwerke laufen und tagsüber viel Bedarf und nachts fahrt man die nicht komplett runter, hat man Überangebot nachts. Gut, das basiert auf einem Grundsteuersignal, welches ermittelt, so jetzt fängt die NT-Tarifphase an. Und dann ermittelt die Speicherheizung in der Regel basierend auf einem Außentemperatursensor den Wärmebedarf für den nächsten Tag, lädt die Speicherheizung voll und dann bedarfsgerecht wird am nächsten Tag die Speicherheizung entladen und die Wärme abgegeben. So ist es bei Nachtspeicherheizung. Dann gibt es Lastverschiebung mit Wärmepumpen. Basiert auf dem Prinzip günstiger Strom für Wärmepumpen und nur Wärmepumpen. Sprich, man braucht einen extra Zähler für die Wärmepumpe. Kurzer Background, Wärmepumpen sind Geräte, die Strom brauchen, Wärme erzeugen und das Ganze unter der Bedingung, Umweltwärme zu nutzen. Zum Beispiel Wärme aus dem Erdreich oder wärmere Luft, Prozesswärme, irgendwas. Gut, das basiert auf dem Prinzip, dass der Netzbetreiber, nicht der Lieferant, der Netzbetreiber geringere Netzentgelte will, aber als Gegenleistung muss man ihm dafür erlauben, innerhalb von 24 Stunden 3 mal 2 Stunden diese Wärmepumpe abzuschalten. Ja.
Kann man sich frei dafür entscheiden. Ne? Ist also steht jedem frei. Wenn man das macht, muss man dafür sorgen, dass der Pufferspeicher entsprechend groß genug ist, dass man so eine 2 Stunden Ausschaltzeit jederzeit überstehen kann. Und dann muss man natürlich immer entsprechend genug Wärmeenergie im Speicher haben, dass man 2 Stunden überbrücken kann. Und dann, ja, also die Bedingung dahinter ist auch zwischen so 2 Stunden Abschalten, muss auch mindestens 2 Stunden kein Abschalten erfolgen. Es ist auch oft so, also das sagt das Energiewirtschaftsgesetz, ich glaube Energiewirtschaftsgesetz ist das, und es ist auch oft so, dass Stadtwerke hier nur eine halbe Stunde oder sowas abrufen. Und sehr oft auch wirklich fix konfiguriert, ja, also das gibt's auch. Also viel, das ist wirklich, das machen Stadtwerke für sich, ne? Also Stadtwerke Karlsruhe, Stadtwerke Mannheim sind verschiedene Sachen, die entscheiden für sich was. Oft ist auch einfach fix konfiguriert, zwischen der und der Uhrzeit möchten wir, dass eure Wärmepumpen aussehen. Oder es kommt eben immer so ein Rundsteuersignal. Einspeisemanagement mit erneuerbaren Energieanlagen. Laut EEG-Gesetz, § 14, müssen EE-Anlagen, sprich PV, Wind und Biogas, sowie Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, sprich Blockheizkraftwerke, die im Haus stehen, in 3 Schaltstufen gedrosselt werden können. 70, 30, 0%. Also man hat 4 Stufen. Normal, 70, 30, 0. Ja, das Ganze gilt für Anlagen über 100 Kilowatt, außer bei PV, da gilt schon für über 30 Kilowatt. Da gibt es eine kleine Ausnahme, wenn man jetzt über 30 Kilowatt ist, kann man sagen, okay, ich garantiere, dass ich nie mehr als 70% meiner Leistung einspeise, weil ich das selbst verbrauche. Dann kann man darauf verzichten, kann man das Ding da weglassen. Gut, entgangene Gewinne, die der Anlagenbetreiber dadurch hat, die müssen entschädigt werden durch Netzbetreiber, zahlen wir letztendlich über die Netznutzungsentgelte wieder. Gut, das sind bisherige Steuerungsmöglichkeiten, die wir Status quo heute, das gibt es draußen in der Praxis, heute haben. Gut, wie ist das heute realisiert? Also ohne Smart Meter Gateway. Grundsteuertechnisch gibt es 2 Varianten. Einmal die Variante Amplitudenmodulation der Netzspannung und einmal die Variante über Langwellenfunk. Amplitudenmodulation der Netzspannung ist letztendlich eine Überlagerung der 50 Hertz Netzfrequenz mit einem Signal in der Größenordnung so tonmäßig. Ne? Also das ist irgendwie so 110 bis 2 Kilohertz, also nur 10 Hertz bis 2 Kilohertz. Und die Amplitude hat irgendwie so 1-8% der Netzspannung. Ja, und dann hat man eben, also habe ich hier so dargestellt, einmal die Netzfrequenz und dann die aufmodulierte Signal und dann noch eben sowas da unten. Die Rundsteuertelegramme, die da versendet werden, die sind abhängig vom System, das verwendet wird. Es gibt verschiedene Hersteller, Siemens, ABB etc. Ich weiß nicht, ob Siemens auch hat, aber ABB hat auf jeden Fall. Es gibt verschiedene Hersteller, die haben verschiedene Datagramme, ja. So ein Datagramm hat im Bereich von Bytes, also irgendwie so 2, 3, 4, 5 Bytes, ne, so die Größenordnung rum. Und sowas geht, senden dauert im Bereich von Sekunden bis längeres Datagramm auch vielleicht wirklich Minuten. Hier habe ich jetzt mal so, so größenordnungsmäßig so ein Datagramm abgebildet. Also das ist das, was letztendlich auf die Frequenz aufmoduliert wird. Und also man sieht da können wir verschiedene, mit wenigen Bits verschiedene Funktionen definieren, also irgendwie Funktion 0, 3, 8 oder so. Und dann kann man auch noch ein bisschen Adressgruppen spezifizieren. Ja, und dann gibt es einen Grundsteuerempfänger bei mir im Haus, zum Beispiel an meiner Photovoltaikanlage. Und der ist konfiguriert, dass er auf Gruppe 80 reagiert. Und Gruppe 80 ist dann irgendwie alle Photovoltaikanlagen in diesem Netzsegment. Ne? Und wenn ich jetzt technisch so ein Signal erzeugen will, brauche ich einen Umrichter. Umrichter ist irgendein so ein elektrotechnisches Teil, welches mir eine gewisse Frequenz in einer gewissen Spannung erzeugt. Ja. Und dann brauche ich einen Transformator zur Ankupplung dieses Signals ja, in das vorhandene Netz. Ja, Literatur, habe mal ein bisschen nachgelesen, die sagt, wenn ich dann so ein Verteilnetz erreichen will, also irgendwie Karlsruhe-Urstadt, Karlsruhe-Zentrum und so, dann brauche ich eine Sendeleistung von ca. 10 Kilowatt bis 1 Megawatt. Weil das Signal, das dämpft einfach übers Netz. Ne? Und je mehr ich einspeise, desto mehr erreichen das natürlich. Desto mehr erreicht das. Was jetzt hier wahrscheinlich als Frage kommen wird, wie es dann mit Sicherheit dahinter aussieht. Also da wird kein TLS im Zeug übertragen, ne? Kann man sich denken. Gibt's nicht Sicherheit. Es ist wirklich der Hardwareaufwand. Und man muss halt auch immer ein bisschen das Angriffsmodell im Kopf haben, wenn man jetzt überlegt, was man da groß machen kann. Man kann halt in einem Netzsegment die PV-Anlagen abschalten, in einem Netzsegment, wenn man denn da hardwaremäßig einen Aufwand betreibt. Ja. Was noch interessant ist, Straßenlaternen werden auch über das Signal geschaltet. Kann man ja mal ein bisschen. Das ist das klassische, zum Beispiel Karlsruhe Stadtwerke haben das verwendet bis letztes Jahr. Die haben jetzt aber letztes Jahr, habe ich gestern per Zufall gefunden, umgestellt auf Funkgrundsteuertechnik. Mit Langwellenfunk ist das, Frequenz so ca. 130 Kilohertz.
Da gibt es zwei Sender in Deutschland, einmal oben bei Frankfurt und einmal, nee Quatsch, bei Frankfurt unten und bei Magdeburg oben. Und die zwei Sender decken ganz Deutschland ab. Ja, und was hier noch ein bisschen anders ist, dass es eine Asynchronität zwischen Senden und Realisieren gibt. Da haben die entsprechenden Rundfunkempfänger, die haben in der Regel so eine Uhr drin. Und in dem Datagramm steckt halt drin, dieser Befehl führe aus um zu der an der Uhrzeit. Gut, da ist ein Betreiber dahinter, Europäische Funkgrundsteuerung GmbH. Und die will ja eine gewisse Gebühr pro Empfänger, wenn die so ein Signal übermittelt. Ja, Karlsruhe haben die Stadtwerke letztes Jahr auf das umgestellt. Aber also ja, Rundsteuertechnik über Amplitudenmodulation ist auch noch gang und gäbe, Status quo. Ja, ich habe mal gegoogelt, ich weiß nicht, ob es verlässlich ist, hab nichts, war mehr so forumsmäßig, aber größenordnungsmäßig hat es da gehießen, ein paar Quellen, so circa 50 Cent bis 1 Euro muss man bezahlen pro Monat, pro Empfänger, wenn man denn diesen Dienst in Anspruch nehmen möchte. Gut, Nachteile der Rundsteuertechnik. Ja, jetzt haben wir das Smart Meter Gateway gesehen, was das so alles kann. Jetzt sehen wir hier ein bisschen, was das kann, was das nicht kann. Ja, ganz klar, niedrige Übertragungsraten. Einige Bits pro Sekunde. Ist nicht viel, ne? Also Filme kann man darüber nicht schauen. Ja, übliche Laufzeiten sind halt so circa pro Datagramm 5 Sekunden bis, ja, 5 Minuten. Also wirklich so Sekunden bis Minutenbereich, je nach Länge. Ja, also 5 Minuten war schon extrem lang. Es gibt keinen Rückkanal. Ist auch tatsächlich so, dass Verteilnetzbetreiber nicht wissen, ob ihr Signal ankam. Und wenn es ankam, dann wissen sie nicht direkt, ob der Befehl realisiert wurde, ob die PV-Anlage abgeschaltet wurde oder nicht. Wissen sie nicht. Sie senden einfach mal raus und hoffen, dass das gut ist. Ne? Und es ist nur eine grobgranulare Schaltung möglich. Ja? Wie gesagt, Status Quo spricht mein ganzes Verteilnetz an. Also über so eine Gruppenschaltung irgendwie. Sagt man irgendwie fix konfiguriert, Gruppe so und so, reagiert nur auf das und das. Aber also einzeln, klar, man kann das natürlich realisieren, aber natürlich auch nur begrenzt, ne? Also ist kein IPv6. Ne? Also IPv6 ist wahrscheinlich länger, ist also signifikant länger als das ganze Datagramm. Ja. Gut, ja, und Sicherheitsmechanismen habe ich bereits gesagt, gibt es keine. Man weiß natürlich, also man kann das mithören, ne? Also das ist ja 2 Kilohertz, das ist ja circa Ton, was man hört auch. Kann man sich angucken und ja, kann das einfach replaymäßig, wenn man entsprechende Hardware hat, also so ein Umrichter und so ein Ankoppler, kann man das entsprechend auch einfach rausschicken. Ja. Also Security dahinter ist halt erstmal, man weiß nicht, was da genau verschickt wird, weil klar, schreiben die nicht auf ihre Webpage, aber ja, kann man rauskriegen. Gut, ja, dann habe ich jetzt gezeigt, Smart Meter Gateway, was so ein bisschen die Grundlagen dafür sind, wie das architekturell aussieht, was für Daten ausgegeben werden müssen. Und dann habe ich versucht zu zeigen, wie das denn eigentlich, ja, warum. Also ich finde es immer schwierig, gerade in der Presse liest man oft, Daten werden rausgegeben, so und so genau wird es erfasst. Aber ja, ich habe ein bisschen versucht, die ja, energietechnisch zu zeigen, was denn dahinter steckt. Ich will es überhaupt nicht schönreden, aber ja. Gut, Zusammenfassung. Ja, Energiewende, ganz klar, bringt neue Herausforderungen für bereits existierendes Stromnetz. Wir haben eine hohe Fluktuation, Unsicherheit, jetzt auch auf Angebotsseite. Wir haben heute 30% Erneuerbare, energiemengenmäßig gesehen. Wir haben eine Dezentralisierung der Erzeugung, Einspeisung unten, nicht nur oben, große Kraftwerke. Also ein Kernkraftwerk hat 1 Gigawatt, ne? Also eine PV-Anlage hat irgendwie 5 Watt, ne? Da braucht man ein paar und es gibt auch halt wirklich viel. Ja, der deutsche Smart-Metering-Ansatz ist, wenn man ins Ausland schaut, ja, also wir haben auch in der EU am längsten gebraucht und ist also einfach, also der deutsche Ansatz ein bisschen, eine Riesenspezifikation. Schreibt vor, ein Smart Meter Gateway Rollout nach Gruppen, also größenbasiert. Man sagt, die irgendwie netzrelevant sind, brauchen so ein Ding, die anderen nicht. Normale Haushalte nicht. Wenn jetzt allerdings ein Elektroauto dazukommt und Elektroheizung, dann vielleicht schon, ja. Ja, und die Anforderungen an Datensicherheit, ja, also natürlich muss man das kritisch sehen, aber verglichen mit dem, was man in anderen Ländern sieht, sind die Anforderungen an Datensicherheit extrem hoch. Ja. Also in den USA zum Beispiel, da ist so ein bisschen die Diskussion gerade andersrum. Da gibt es so Smart Meter, ne? Und die Daten, die gehen zum Lieferanten, Netzbetreiber und da gibt es halt so die Diskussion, ob man die jetzt überhaupt dem Hausbewohner zur Verfügung stellen soll. Ne? Also Sagen gibt es auch. Ja. Ja, man kann sagen, aus Sicht des Energiesystems, klar, es gibt Akteure, Netzbetreiber, haben wir gesehen, die haben ganz klare Interessen. Lieferanten haben Interessen. Die haben natürlich große Interessen für sich, ne? Aber man kann schon sagen, dass man damit das System effizienter betreiben kann und dass das gewissermaßen natürlich auch zurückfällt, die Kosten, die man, ja, durch die effizientere, Koordination, erreichen kann, ja. Aber trotzdem muss man das natürlich extremst kritisch sehen. Also ich würde es jetzt überhaupt nicht, ja, also man kann das durchaus in Frage stellen, ob man jetzt wirklich alle Verbraucher schon ab 10 Kilowattstunden pro Jahr oder Daten rausgeben muss. Klar, wir haben da einen großen
Wechsel im Energiesystem, aber es ist eine schwierige Diskussion. Es gibt halt wirklich auch viele Akteure. Ne? Also es gibt Übertragungsnetz, Verteilnetz, Lieferant. Und ja, aber man kann sagen, dass der deutsche Ansatz zumindest, wenn man ins Ausland schaut, können wir da, was Datensicherheit angeht, ein Stück weit schon stolz sein. Ja. Gut, aber ja, letzter Satz, ein sehr umfangreiches System mit sehr, sehr viel Potenzial, Dinge falsch zu tun. Also ich meine, man muss sich nur die PKI angucken und also ist wirklich ein umfangreiches Ding. Ne? Und also wenn mal ein Zähler ein Zertifikat hat und dann Public Key draufsteht auf dem Zähler, dann also frage ich mich schon ein bisschen, oh. Ja. Gut, und damit würde ich gern ja, abschließen. Danke. Wenn es noch Fragen gibt, ich sehe schon eine, dann können wir gerne noch ein bisschen reden. Wie sieht es denn mit dem finanziellen Anreiz aus? Das gehen wir davon aus, wir sind es bald in Zukunft, und seit jeder ist gegenseitig smart. Ja. Wie fair ist denn dann die Verteilung? Ich kann jetzt nicht sagen, jetzt schaltet man wieder alle eure und ladet alle eure Apps hoch. Ja, ja, also ich habe ja schon gesagt, es ist extrem viel Regulatorik dahinter und die Regulatorik, die spricht da immer von diskriminierungsfrei. Die sagt immer diskriminierungsfreier Zugang, diskriminierungsfreie Steuerung und man versucht schon den kleinen Einheiten unten, die versucht man schon rechtlich gut hinzustellen. Zum Beispiel bei PV-Anlagendrosselung, da werden müssen, das ist, muss die letzte Stufe sein, die ergriffen wird vom Netzbetreiber. Da muss er immer erst die großen Kraftwerke regeln, dann muss er PV-Anlagen über 100 Kilowatt, sprich große, die es gewerblich machen, und dann erst darf er, wenn es wirklich nicht mehr anders geht, die PV-Anlagen auf dem Dach von dir daheim auf deinem Haus drosseln. Ja. Also diskriminierungsfreier Zugang ist da immer ein ganz großes Thema und geht auch schon in Richtung, dass man versucht, den kleinen Mann unten gut hinzustellen. Ja. Okay. Ja. Ja, bitte. Es gab letztes Jahr auch einen Talk über einen Open Source Smart Meter, das auch natürlich noch nicht zertifiziert ist. Weißt du, ob das mittlerweile auch da reinrutscht ist, zu zertifizieren? Nee, also ist nicht. Also ich habe mir die 8, die in der Warteschlange sind, angeschaut und wäre mir aufgefallen. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, nee, ist da nicht drin, der Zertifizierung. Aber ist natürlich ein sehr, sehr interessanter Ansatz, dass man versucht, da was Open Source-mäßig zu machen. Das ist ein sehr, sehr sinnvoller und guter Ansatz, finde ich. Ja. Ja. Bitte? Gibt es denn auch Chancen, Ansätze für eine quasi so ein Smart Broker, das dann, wo dann auch die Verbrauchermacht gebündelt werden könnte, zu sagen, okay, wir schalten ein, wir schalten aus in dem, auch gerade unter diesem Bereich, unter dem Mindestbereich. Also ich kenne es von, man mitgehört von diesen DAX heißen diese Gas. Ja, Blockheizkraftwerke, genau. Genau, ja. Die ja dann auch schon so gebündelt werden. Ja, das wäre dann der neue Markt. Ja, also das gibt's heute schon. Ich habe vorhin kurz dieses Beispiel, also das nennt man, Stichwort ist da Flexibilitätsaggregatoren. Ein prominentes Beispiel, die waren mitunter die ersten auf dem Markt, sind Next-Kraftwerke. Die sagen eben, hey, wir aggregieren Blockheizkraftwerke über Deutschland verteilt, also quasi nicht eine große Anlage, sondern ein virtuelles Kraftwerk, das sind irgendwie hunderte Anlagen und wir steuern die. Aber das letztendlich steckt da auch bei diesen, was man heute auf dem Markt hat, steckt da auch so eine zentrale Steuerung dahinter. Dann gibt es dann eine zentrale Instanz, die an diese 100 verteilte Blockheizkraftwerke was schickt. Ja. Also es ist nicht wirklich, es ist schon ein bisschen natürlich, versucht man den Endverbraucher, den Endkunden unten mit einzubinden. Aber Status quo letztendlich ist es doch ein Unternehmen, was als Aggregator agiert und zentral letztendlich steuert. Ja, und durch diese zentrale Steuerung am Markt teilnimmt. Ja. Aber so Sachen wie diese Blockchain-Geschichte, das geht ja schon ein bisschen in die Richtung, dass man versucht, wirklich Entscheidungen dezentral zu treffen und ohne eine zentrale Kontrollinstanz. Ist aber halt immer auch schwierig, ne? Weil wir haben, wie gesagt, also Angebot, Nachfrage muss jederzeit ausgeglichen sein. Man braucht Regulatorik dafür, man braucht diese Dienstleistung. Wenn nicht jemand dazu verpflichtet wird, irgendwas zu tun, dann macht er das nicht. Ne? Also ich kann jetzt hier ganz, ganz viel Strom ziehen und kann damit das Netz in die Knie zwingen, wenn es da nicht eine fixe Regulatorik drüber gibt, die sagt, du darfst das und das nicht machen, dann ist das natürlich schwierig. Ja. Und deswegen, also die Regulatorik ist da eine ganz, ganz große Hürde. Ne? Also ich möchte noch mal kurz betonen, also wirklich diese Energieregulatorik, das ist wirklich, ich habe mal einen Vergleich gesehen mit Paragraphen in StGB und BGB und was es an Energieregulatorik gibt. Und das ist wirklich extremst umfangreich. Und es ist wirklich, ja, da muss man, ja, das ist eine große Hürde, die ich auch sehe. Ja. Ja. Bitte? Die kombinierten, jetzt zum Beispiel mit den Blockheizkraftwerken, kombiniertes
Ja. Ja, kurz überlegen. Ja, das Status quo ist tatsächlich so, aber das ist auch regulatorisch aktuell im Umschwung. Status quo ist es so, dass tatsächlich regulatorisch jedes einzelne Blockheizkraftwerk vom Übertragungsnetzbetreiber abgenommen werden muss. Also jedes Blockheizkraftwerk muss eine Präqualifikation durchlaufen, hat einen eigenen Zähler dran und das muss abgenommen werden. Ja. Also das ist wirklich, also ein Messstellenbetreiber, ich habe so eine verantwortliche Instanz, sagt man, okay, hier gibt es einen Messstellenbetreiber, der misst und gibt uns die Werte und dann können wir sagen, ob da was geliefert wurde oder nicht. Ja. Status quo ist das einfach ja vorgeschrieben und wird so gemacht. Aber da gibt es auch große Änderungen momentan. Also gerade dieser Regelleistungsmarkt, das sind ja eben bisher konventionelle Kraftwerke, Großkraftwerke, die jetzt abgeschaltet werden sollen. Und es gibt ganz klar die Bemühung, dass man auch alternative Regelleistungserbringer ans Netz lässt. Gut, dann sehe ich keine Fragen mehr. Dann bedanke ich mich nochmal und ja, weiter noch eine schöne GPN.